Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, eigentlich hat der zuständige Staatssekretär die Kiste mit der Pflegekammer schon am 16. November im Gesundheitsausschuss zugenagelt, als er erklärt hat, die Sache genieße keine Priorität mehr. Noch so eine dieser Chayaschen Metamorphosen von der großen Ankündigung zum leeren Versprechen, und das ist in diesem Fall auch gut so. Wir haben das Thema heute trotzdem noch einmal aufgerufen, um den Beschäftigten in den Berliner Altenpflegeheimen und in den Kliniken die Befürchtung zu nehmen, sie bekämen auf Umwegen doch noch irgendwie eine solche Institution übergestülpt, die sie zwar mehrheitlich nicht wollen, die sie aber aus ihren Zwangsbeiträgen hätten finanzieren müssen. Im Petitionsausschuss sind 202 Petitionen eingegangen, die uns auffordern, keine Pflegekammer einzurichten. 409 Altenpflegeschülerinnen haben meinen Aufruf gleichen Inhalts unterzeichnet und mir im Ausschuss übergeben. 75 Briefe sind an mich persönlich gerichtet worden, keiner Pflegekammer zuzustimmen. Der Gesamtbetriebsrat der Sana-Kliniken hat uns im gleichen Sinne angeschrieben. Die Aufforderung, einer Errichtung doch nun endlich zuzustimmen, kam nur einmal, und zwar in Form einer politischen Quasi-Abmahnung von einer Pflegeverbandsfunktionärin. Es ist also keineswegs so, dass der Ruf nach einer Pflegekammer unter den Beschäftigten allgemein breite Zustimmung findet. Einige Pflegeverbände machen viel Lärm, aber die Beschäftigten in den Häusern vor Ort, und das sage ich Ihnen auch aus eigener Erfahrung als Betriebsrat, sind da mehr als skeptisch. In Rheinland-Pfalz, da hat man eine Kammer bei einer Abstimmungsbeteiligung von 18,3% gegründet, sind 150 Unterstützerunterschriften notwendig gewesen, um bei der Kammerwahl kandidieren zu können. In Berlin brauchen sie bei der Ärztekammerwahl 20 Unterschriften. Das nährt den berechtigten Verdacht bei den Beschäftigten, hier solle eine Spielwiese für leitende Pflegekräfte geschaffen werden. Eine solche Regelung stützt nur die großen Pflegeverbände, die auf diese Weise ihre Funktionäre durchwinken können. Zeigen Sie mir ein Altenpflegeheim in Berlin, in dem 150 dreijährig ausgebildete Altenpflegerinnen arbeiten. In der Studie zur Akzeptanz unter den Beschäftigten hier in Berlin haben 79 der 703 Befürworter nur unter der Prämisse zugestimmt, keinen Cent Kammerbeitrag zahlen zu müssen. Mitgezählt als Befürworter hat man sie trotzdem. Nur 68 von den 703 waren bereit, einen Beitrag von mehr als 11 Euro zu akzeptieren. Selbst wenn Sie in Berlin mit nur der Hälfte des Etats der Ärztekammer auskommen wollten, von wegen Augenhöhe, der betrug 2014 bei ähnlicher Mitgliederzahl 12,9 Millionen Euro, läge der notwendige Monatsbeitrag für Ihre potenziellen 28.803 Mitglieder, das ist die Zahl aus der Studie, bei mindestens 18,80 Euro. Das verschweigen Sie den Pflegekräften, denn Sie wissen, das ist das Einzige, was Ihre Studien beweisen. Mit steigenden Beiträgen sinkt die Akzeptanz rapide gegen Null. Ihre Befragung unter den Auszubildenden hatte eine so katastrophale Beteiligung, dass sie nach Aussage der Studienmacher, Seite 19 nachzulesen, nicht repräsentativ ist. Nur an 4 von 42 Schulen hatten sie eine Beteiligung von mehr als 50%. Breite Akzeptanz sieht anders aus. Die Kammer eint die Pflege auch nicht, sie spaltet sie in zwei Gruppen. In die vermeintlich Privilegierten, die in einer Kammer organisiert sein dürfen, und in die zwar in der Pflege täglich schuften, aber von der Kammermitgliedschaft ausgeschlossen sind, weil ihnen die dreijährige Ausbildung fehlt. Und das dürften in der ambulanten Pflege wohl auf die Mehrheit der Beschäftigten zutreffen. Wer der Pflege tatsächlich mehr Anerkennung zollen will, der muss die in der Pflege Beschäftigten endlich besser bezahlen. Und der muss die Arbeitszeiten familienfreundlicher gestalten. Und der muss die Personalausstattung auf den Stationen verbessern. Dazu braucht es keine Kammer, sondern politisches Handeln. Es ist doch absurd. Sie begründen die Notwendigkeit einer Pflegekammer mit den Missständen in der Pflege, die Sie politisch selber zu verantworten haben, um dann mit der Kammer genau über diese Probleme nochmal zu diskutieren. Es fehlt uns nicht an pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen, auch dazu braucht es keine Kammer. Das Problem sind die politischen Rahmenbedingungen, die eine Umsetzung dieser Erkenntnisse in der Praxis nicht zulassen. Es gibt keine verbindlichen Mindestpersonalvorgaben in Ihrem Krankenhausplan, an keiner Stelle. Das ist eine Sollempfehlung, die da drin steht. Kommen Sie Ihren Finanzierungsverpflichtungen endlich nach, müssten die Häuser nur 10 Millionen Euro weniger Eigenmittel aus ihren Betriebskosten aufbringen, könnten sofort 200 Pflegekräfte in den Berliner Krankenhäusern mehr eingestellt werden. Damit beweisen Sie den Pflegenden Wertschätzung. Das macht Sinn. Nicht mit der Verkammerung Ihrer Probleme. Das macht keinen. Vielen Dank.